Okay, wir sind am nächsten Tag, am nächsten Morgen. Und Morgenroutine war schon sehr geil. Grüner Tee, schwarzer Tee, Kaffee, Wasser, Zitrone, Limette, Sauna kurz mit denen. Also richtig, richtig gut. Die Kerstin hat ihre Morgenroutine noch nicht ganz überwinden können. Sie schläft noch. Wir sind auf dem Weg nach Nantong, schauen ein paar Fabriken an. Da hinten musste der Laptop zur Seite gelegt werden. Es ging um ein paar Berechnungen, ja, ein paar Sales Forecasts, aber da ist uns gleich schlecht geworden. Da ist es im Fabian gleich schlecht geworden. Ich hoffe nicht, weil die Zahlen zu gering waren. Das sind natürlich nicht erfreulich. Hier ist überall noch Baustelle und ich sehe die Autos hier. Die haben wie auch in Südamerika, da habe ich zum Beispiel damals einen VW Jetta gesehen. Vor 10 Jahren schon. Und jetzt gibt es hier beispielsweise auch VW Taxis, aber die haben andere Modelle als wir. Das heißt, die haben schon ein paar Standardmodelle wie Touran und so. Aber die haben auch ganz andere, komplett neue Modelle. Und man sieht hier tatsächlich mehr VWs als Toyotas. Ich hätte es nicht für möglich gehalten. Man sieht sehr viele so nachgemachte Kisten. Wir haben jetzt den allerersten Bentley gestern gesehen. Ich habe jetzt gerade eben noch den allerersten Maybach auch tatsächlich gesehen. Das war kein richtiger Maybach, sondern eher so ein Mercedes S-Maybach. Und sehr viele Hybridautos, sehr viele Autos, die man gar nicht kennt. Schaut mal her. Die Marke kennt man gar nicht. Irgendeine chinesische Marke. Hier eine chinesische Marke nochmal. Keine Ahnung, was das sein soll. Und jetzt wird's hochinteressant, denn wir schauen gleich ein paar Fabriken an, wo Fitnessgeräte hergestellt werden. Und was ihr hier auch sehen könnt, es gibt hier sehr viele Häuserblöcke. Da sieht jedes Haus gleich aus. Also eins wie das andere. Und zwar teilweise 100 gleiche Hochhäuser. Schaut es mal an. Da haben wir den IKEA, Leute. Könnt ihr uns schon mal sehen. IKEA gibt es hier, Decathlon gibt es hier. Da haben wir jetzt sogar ein Kriegsschiff hier, Leute. Da drüben hast du wieder so diese Container umschlagen. Ich bin jetzt hier noch am Arbeiten. Ein paar Dinge aufschreiben. Hier alles voll mit Containerschiffen. Sieht hier, dass in Nantong auch sehr, sehr viel gebaut wird, weil Nantong eine sehr strategisch interessante Stadt jetzt wird. Nantong trennt Shanghai durch diese Brücke, die wir gerade gesehen haben, die momentan nur für den Autoverkehr ist, und es wird gerade eine zweite Brücke gebaut für die Schnellzüge. Und da wird es eine Verbindung Shanghai-Nantong geben, die ca. 20-25 Minuten dauern wird, von Downtown zu Downtown, von Bahnhof zu Bahnhof. Und seitdem sind die Real Estate, die Wohnungspreise hier in die Höhe geschossen, weil man dann zwischen Nantong und Shanghai teilweise weniger Zeit brauchen wird als innerhalb von Shanghai, wenn man irgendwo. So Leute, jetzt sind wir hier an der Fabrik angekommen, okay? Was ihr sehen könnt, hier sind jetzt lauter so Hochhäuser, die ihr hier sehen könnt. Hier sind ein paar Leute aus dem Team. Und was sehr interessant ist, diese Fabrik, okay? Die muss jetzt weg. Und zwar deswegen, weil die Regierung, die macht im Endeffekt alle Immobilienprojekte erstmal, okay? Das heißt also, wenn die sagt, hey, wisst ihr was? Das Land hier ist mittlerweile so nah an der Stadt dran, dass es viel lukrativer und sinnvoller ist, ein Immobilienprojekt daraus zu machen, Hochhäuser drauf zu klatschen, dann sagen die, hey, jetzt habt ihr beispielsweise ein Jahr Zeit, dann müsst ihr weg. Und dann kommt quasi hier sowas dahin, ja, also hier so, zack, Hochhäuser, sowas, ja, sowas kommt dann hier überall hin, ja. Schaut mal her, Leute. Everlast?
Richtig geil, ha? Hier wird so eine Hantelbank, Leute, schaut mal her. Hier ist Qualitätskontrolle. Ja, genau, da werden praktisch immer random werden immer wieder einfach Sachen genommen, werden hierher gebracht und er misst nach, er wiegt nach, er checkt, dass es hier gerade ist, dass es keine Unebenheiten gibt und prüft es. Und wenn es dann funktioniert, also wenn es weitergibt, dann wird weiter produziert. Wenn irgendwas nicht funktioniert, wird sofort gestoppt die Produktion und wird praktisch nachgebessert. Jetzt haben wir die ganze Farbe drauf, schaut her. Da wird alles eingefärbt, schaut her. Die ganzen Farben. Hier wird es dann zusammengesetzt. Zweite Qualitätskontrolle. Das ist die dritte. Das ist praktisch die Endqualitätskontrolle. Ja. Aus dem Exportlager nehmen die trotzdem nochmal Ware raus, packen die aus, stellen es komplett aus, stellen es komplett auf, nutzen das Gerät und packen es wieder rein. Also wie es zum Beispiel auch ein Kunde machen würde. Ja. Die kommen ja oft rein, die Kunden, checken die Qualität und nehmen dann auch aus dem Lager Ware raus. Und prüfen die komplett durch, das mache ich auch. Textilabteilung. Ist echt geil, wenn ihr nochmal alles erklärt, was hier passiert, was die einzelnen Schritte sind. Boxhandschuhe. Jetzt gibt es hier wieder einen richtig geilen Vergleich zwischen einer älteren Technologie. Das sind jetzt auch schon programmierte Nähmaschinen. Hier kommt gleich die neue Technologie.
Jetzt sehen wir auch hier, gleiche Firma. Und auch hier, Leute, gleiche Firma, aber Fortschritt, ja? Ganz klar. So fängt es quasi an, dann kommt es hier rein, dann kommt es hier hinterher so raus. Hier essen die alle, schaut her, jetzt essen die. Und der ganze Reis, ja, der reicht quasi für 2 Tage. Also der ganze Reis hier ist für 2 Tage nur. Fall von der Industrie. Handschweißen, ungenau, langsam, schwere Arbeit, Roboter. Wird hingestellt, macht alles von selbst, viel schneller, alles automatisch, alles Standardqualität. Arbeit, Leute, und trotzdem verdienen dann ungefähr so 400, 450 Dollar pro Monat, und das ist aber trotzdem der Grund, warum China zu teuer wird für viele. Das heißt also, selbst die beispielsweise, viele arbeiten aus nach Bangladesch, Myanmar etc. Jetzt sind wir hier im Showroom, Leute. Showroom zum Geräte abchecken, austesten. Schaut mal her, jetzt sind wir hier bei den ganzen kleinen Sachen, Bälle, alles hier, diesem Bereich, schick's mal ab, ist alles am Start, also wirklich alles, 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 wenn es irgendwas braucht, dann haben wir es hier. Da haben wir den Bauarbeiter, Leute. Jetzt fahren wir ins erste Gym. Jetzt geht's also los. Wir machen jetzt eine Gym-Tour, schauen die Fitnessstudios an und gucken, was da so läuft.